Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Leisure Suit Larry Reloaded. Der Flirt-Simulator. Tag in Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Leisure Suit Larry Reloaded, zu meinem Mini-Let's Play. Ich warte mal, ich bin hier gerade wieder. Ich muss mal wieder ein Taxi rufen. Wie mache ich das jetzt wieder? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, mit der Sprechblase. Taxi! So. Weil so geht das ja nicht weiter. Ja? Ich muss ja mal irgendwas erreichen hier in dem komischen Spiel. What the hell have you been eating? Rotten corpse with 40 cloves of garlic? Hey, bud, where are we going? So, also der Club 69 war nix. Dann gehen wir mal da hin. Ah, jetzt fährt der da in die Richtung rum. Naja, es kostet wahrscheinlich eh alles 20. Immer kleiner Überhang, immer. Aha. Das habe ich glaube ich nicht verstanden, aber wurscht. It'll be 16 bucks, please. Ah, das war gar nicht so teuer wie beim ersten Mal. Kid. Trotzdem werde ich ein Problem haben. Weil ich Geld brauche. Jetzt tapern wir erstmal da rein. Welcome to the Come and Go. Please keep your hands where I can see them. Never in my life do I hope to smell anything again as vile as your present exhalations. Meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, ob ich mir hier einen Ausweis kaufen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich werde den jetzt erstmal anquacken. Oh, das ist ja lustig hier. Seht ihr das? Angry Broads. We are open 24 hours for all your unsavory needs. Ja. Okay, also ihr sagt mir jetzt nicht, was es gibt, sondern ich muss jetzt selber mich umschauen, oder wie? These cans are all expired, just like the guy who invented the stuff and used to eat 3 cans a day. It's always very sad when someone so young dies from sudden unnamed gastric collapse. Das wird mir alles nicht you quickly rummage through the boxes, looking for useful toy prizes inside, but you come up empty-handed. That usually takes you at least one hand. Ich guck mal die Magazine. Look at the great articles in this issue of Biggins. Here's one about how to break into the windows of apartment buildings. Here's another about how to make your own perfume. This could be a valuable issue. Ja, kann ich die jetzt konkret auch kaufen? You take oder was? The Biggins, the most interesting magazine of the bunch. Ja, natürlich. Und jetzt muss ich hier bezahlen wahrscheinlich, ne? Sonst krieg ich Haue. Thank you. Now please leave. There is no loitering. So, jetzt, was wir natürlich auf jeden Fall ausprobieren müssen, ist, ob man hier zocken kann. Ah, habe ich das jetzt gemacht oder war das Zufall? You can't do anything with this machine. It seems to be stuck in permanent demo mode. Ach so, schade. Ja, da kann man fette Frauen abschießen. Schade, dass das nicht geht. Ja, ist gut, komm, ich gehe ja schon raus. Schade. Im ersten Moment dachte ich, man kann das spielen. Dann legen wir hier nochmal Hand an. Ah, ich verstehe. Ich habe nur noch 46 Dollar. Ich bin so am Arsch. Scheiße, ey. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Ich schaue mir jetzt mal das Magazin an, was ich da überhaupt gekauft habe. Was soll mir das jetzt bringen, genau genommen? Das Tittenmagazin oder was? Ja, ja, dazu müsst ihr das Magazin erstmal lesen können. Ja, ist lustig, okay. Guck mal halt so drauf. Die Rüttelvorlage ist ein nicht enden wollender Quell nützlicher Informationen. Schön, ja. Der Artikel Verbrechen leicht gemacht handelt davon, wie einfallsreiche Einbrecher einfach Bungee-Seile an Balkonen befestigen, um leichter in Wohnungen gelangen zu können. Gewagt. In der Kolumne machst du ja selbst. Hier geht es darum, wie man aus Blumen und Alkohol sein eigenes Parfum kreieren kann. Das ist interessant. Ich habe nämlich schon eine Blume, ne? Oh, da steht auch, dass man Walkotze und Zibet, das Analsekret eines katzenähnliches Tiers, dazu verwenden kann. Also ich muss die Katze, die Muschi muss ich wahrscheinlich irgendwie niederschlagen oder so und dann muss ich hier den Arsch auskratzen, damit ich, ist ja ekelhaft. Ja, das dachte ich auch nicht. Okay, das hilft mir jetzt aber gerade nichts weiter, ne? Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die... Ja, toll. Ich kann sie nicht aufnehmen. Wie geht das denn? Egal, komm raus. Oder so? So war das genau.
Okay, ich versuche jetzt das trotzdem mal, ob das vielleicht mir verrät, dass ich mit dem Ding schon was machen kann. Ja, okay. Geht nicht, alles klar, komm raus. Ich muss die Katze irgendwie erwischen. Ich kann mich nicht erinnern mehr an das Spiel, wirklich auch an die Katze nicht mehr. Aber es ist wahrscheinlich auch so, dass ich habe ja auch gelesen irgendwo, dass da auch neue Sachen drin sind. Die haben das Adventure noch erweitert, glaube ich. Und deswegen kenne ich das nicht. Tja, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann ja nichts mehr machen. Ich gehe nochmal raus. Eine Fahrt kann ich mir noch erlauben, schätze ich mal. Und dann ist aber... Dann ist aber Schicht im Schacht. Dann muss ich Kohle verdienen. Taxi! Ich hoffe mal, dass irgendwie an jedem, an jeder Location so ein Ding ist. Sonst bin ich angearscht. So. What the hell have you been eating? Rotten corpse with 40 cloves of garlic? Okay, guy, where'll it be? So. Heiraten will ich noch nicht. Ich versuch's mal hier bei Caesar's Phallus. Und zwar auch deswegen, weil da wahrscheinlich Geldspielautomaten sind. Höchstwahrscheinlich. Atompilze am Vorfahrt. Also manchmal ist es schon ein bisschen strange geworden. Lucky 21, pal. Fork it over. Okay. Okay, das ist nicht so billig. Wo ist meine Geldbörse? Scheiße, wo ist meine Geldbörse? Thanks, kid. Ich dachte schon, ich kann nicht bezahlen. Das wäre tragisch gewesen. Das ist doch mal ein schöner Brunnen hier, oder? Ja. Rein. You've been smoking a Slim Jim or something? Okay, versuchen wir erstmal unser Glück bei den Mädels natürlich. Hey baby, are you from the Caribbean? No, why? 'Cause you're making me crazy. Oh, that's cute. How you made a pun using the name of a country. Let me see if I can do that. Your attempt to pick me up is real pathetic. It makes me think you don't have a Bahrain in your head. That's, pretty good. Now leave me alone, turkey. Ja, super. Also, das war ja schon wieder der Totalreinfall. Probier's mal bei der hier. So, hiya, baby. I hope you own a black cat, because I'd like to get familiar with you. Wow, I've never heard that one before. That is really cool. Thank you. Then let's blow this pop stand and take this party downside. I can't. Lost Wages basketball team is coming over later, and I promise I'd do them first. Maybe some other time. You're cute in a really Patsy Weber kind of way. Oh, you mean Anson Williams? Who's that? The guy who plays Patsy Weber? What do you mean, plays? You really can pick 'em, can't you, Larry? Ja, will die definitiv nicht, oder muss ich die nur noch mal fragen? So, hiya, baby. I hope... Wow! Okay, das kennen wir schon. Then let's... I can't. Maybe some... Oh! Who's that? Okay, wirklich. The guy who plays Patsy... What do you mean? You really can? Ja, ist gut, okay. Bei der Oma möchte ich mein Glück eigentlich nicht versuchen. Kann ich hier was spielen? Auch jetzt, Ja, okay. Also hier kann ich jetzt versuchen, meine Kohle aufzubessern. Dazu muss ich aber jetzt wirklich mal speichern, sonst ist mein ganzes Geld weg, ne? Oh, that's lethal. Ich laber die Leute da trotzdem erst nochmal an. Das ist halt so bei Adventure. Any luck on that machine? Yes. All bad. If I wasn't on the casino's board of directors, I probably wouldn't even bother playing. Genau, kratz dir am Arsch und dann sprichst du die nächste Frau an. Vielleicht hat er die Lust, mit dir irgendwie wilden Sex zu haben. Welches Fleisch? Hello, ma'am. How are the slots treating you today? Get bent, loser. Excuse me. Did I say something to offend you? Cram it! Am I disturbing your rhythm or something? Yes. And your breath smells like a sea urchin died in your mouth, and you tried to cover up the rotten stink with lemon pledge. You're fun! Ja, muss ich denn da was dagegen unternehmen? Muss ich ja vielleicht diese Dinger da mal zu mir nehmen, oder was hier? Diese Bonbons? Sprühstöße, ja. Das sind ja gar keine... Okay, dann machen wir das mal. Versuchen wir das mal. Wie geht denn das nochmal? Kann ich das so nehmen? Ja, vielleicht möchte mir die alte Frau jetzt einen hobeln. Hello, ma'am. How are the slots treating you today? Get bent, loser. Excuse me.
did I say something to offend you? Cram it! Am I disturbing your rhythm or something? Yes. And your breath smells like a sea urchin died in your mouth, and you tried to cover up the rotten stink with Lemon Pledge. You're fun! Okay, auch das hat nichts gebracht. Dann fragen wir mal den blöden Punk. So, like, are you some sort of counterculture type? Rebelling against injustice by symbolically giving the man the finger with your freakish hairstyle? Nah, I just like pissing off my mom. Ja, super. Das. You don't look like you're having much fun. I know. I should go back to my regular job. What's your regular job? I sell software. I'm just in Lost Wages to try to find true love. Tell me about it. I just did. Hm. Okay, vielleicht kann man da hinten rauslaufen. Das ist auch eine Möglichkeit, eventuell. Ja! Now that's a fancy elevator. It looks sleek and brand new. Okay, da geht's zum Buffet. Oh! Da schwimmen hübsche Frauen im Aquarium rum. Das ist schon mal. Oh, da liegt was. Das hole ich mir. You take the piece of paper. Na, also, ein Blatt Papier habe ich mir immer schon mal gewünscht. Oh, nee, das ist eine Karte. Das ist eine Clubkarte, oder? Ich werde nicht mehr. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich einen Haufen Geld gespart. Verdammter Mist. Okay, damit komme ich wohl in den Club rein. Aber vorher gehen wir erstmal da runter. Da geht nichts. Hier. Oder es geht nur mit dem Aufzug anscheinend. Ich erinnere mich düster. Oh, geile Schnalle da, oder? So, und jetzt? Macht der jetzt auch da was da drin, oder? You step into the elevator and look at the fine selection of floors. Ja, suchen wir einfach mal alles ab hier, ne, würde ich sagen, oder? There's no answer and the door is locked. Gut. Dann fahren wir weiter, komm. Vielleicht ist ja im dritten Stock was los. Viele, viele Türen. Keep your voice down, Sarah. Nobody will know we're here. Ja, schön. That better be the cameraman. I got places to be. Okay, was passiert hier? Pornodreh oder was? Wahrscheinlich. Don't get it. I'm so close. Ja, alles klar. Come back in an hour. An hour? They'll be done in 3 minutes. Ja, irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen vom Leben ausgegrenzt, aber so ist das halt mit Larry, ne? Vierter Stock. Sind noch ein paar Stockwerke übrig. Ah, da hängt was. Das gucke ich mir erstmal an. It must be the honeymoon suite. Okay, da wird mich aber auch keiner reinlassen, fürchte ich. There's no answer, Larry. Apparently the honeymoon suite is vacant right now. Ich kann mich erinnern, dass man da auch irgendwann mal hin muss. Glaube ich, mit einer Frau irgendwann, aber momentan komme ich da nicht rein. Und ich schätze mal, auch die Türen sind verschlossen. Ja, außer ein paar blöden Sprüchen kriegt man ja nichts zu hören, ne? Aber ich muss es einfach abklappern, um sicher zu gehen. Man weiß ja nicht. Richard, I'm so sorry. I dropped the gerbil. Get it out! Get it out! Also, komm. Ich habe so das Gefühl, das sind auch Filmzitate dabei, aber ich kann sie gerade nicht einordnen. War das eine vielleicht The Green Mile oder so? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind am Ende dieser Episode und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls es Spaß gemacht hat und ihr sehen wollt, wie es weitergeht, wenn ich hier die Stockwerke durchsuche, dann müsst ihr wiederkommen zur nächsten Folge und mir hier auf jeden Fall ein Like da lassen. Ne? Nicht vergessen, lasst mir ein Like da und lasst mir ein Like da. Danke, ciao, ciao!